Es gibt Krebserkrankungen, bei denen braucht es eine sehr spezielle Therapie, um sie heilen zu können. Dann kann eine sogenannte Blutstammzelltransplantation in Frage kommen. Du oder euer Kind bekommt dabei zunächst eine besonders hochdosierte Krebstherapie und anschließend neue Blutstammzellen übertragen. Aber was ist das überhaupt, eine Stammzelltransplantation? Und wann genau kommt sie zum Einsatz? Diese und weitere Fragen wollen wir in den folgenden Videos klären. Dafür ist es aber erstmal wichtig zu verstehen, was Stammzellen eigentlich sind. Und dazu kommen wir jetzt. Stammzellen sind die Ursprungszellen, aus denen alle anderen Zellen im Körper hervorgehen. Ihr könnt sie euch ein bisschen wie Kuchenteig vorstellen. Der ist ja auch erstmal nur so eine unfertige, rohe Masse. Aber über verschiedene Zwischenschritte kann man aus dem Teig ja alle möglichen Leckereien zaubern. Zum Beispiel Zitronenkuchen, Erdbeertörtchen, Schokomuffins, was auch immer. So ähnlich läuft das auch mit den Stammzellen. Die sind auch noch unfertig, können sich aber zu allen möglichen Spezialzellen weiterentwickeln. Wie man vielleicht schon am Namen erkennen kann, dienen die Blutstammzellen dazu, sich in Blutzellen zu verwandeln. In Schlau heißen sie deshalb auch hämatopoetische Stammzellen, was so viel bedeutet wie blutbildende Stammzellen. Die Blutstammzellen sitzen im Knochenmark. Das ist so ein weiches, schwammiges Gewebe, das sich im Inneren vieler Knochen befindet. Zum Beispiel im Schädelknochen, im Brustbein, im Beckenknochen. Jedes Mal, wenn sich eine Blutstammzelle teilt, entstehen zwei neue Zellen. Eine weitere Stammzelle und eine Blutzelle. Die Blutzelle entwickelt sich weiter zu einem roten Blutkörperchen, einem weißen Blutkörperchen oder einem Blutplättchen. Je nachdem, was gerade gebraucht wird. Wenn die neue Blutzelle fertig ist, hopst sie vom Knochenmark rüber in die Blutbahn und erfüllt dort ihre Aufgabe. Sicher könnt ihr euch vorstellen, was los ist, wenn dieser Vorgang gestört wird. Wenn Blutzellen nicht mehr richtig gebildet werden können, kann es auf Dauer lebensbedrohlich werden, wenn keine Behandlung erfolgt. Was uns zurück zu der Frage führt, wann genau braucht man eine Stammzelltransplantation? Bei einer Krebserkrankung kann es dafür im Wesentlichen zwei Gründe geben. Entweder, weil das Knochenmark selbst Ursprung der Krebszellen ist oder weil das Knochenmark durch eine intensive Krebstherapie so stark geschädigt wurde, dass es nicht mehr repariert werden kann. Okay, ich glaube, das müssen wir uns noch mal ein bisschen näher anschauen, um es dann auch wirklich zu verstehen. Zuerst nehmen wir mal die Situation, wenn das Knochenmark selbst krank ist. So, ja, das ist jetzt mal unser Knochenmark mit den Stammzellen drin. Und die sind durchsetzt von, hier sieht man es da so, von den schwarzen Krebszellen. Ja? Das bedeutet also, die Krebszellen entstehen im Knochenmark und nehmen den Stammzellen nach und nach ihren Platz weg. Die normale Blutbildung wird dadurch immer stärker unterdrückt. Das ist typischerweise der Fall bei einer akuten Leukämie. Oft reicht eine normale Chemotherapie aus, um die Leukämiezellen wieder loszuwerden. Gleichzeitig bleiben dabei immer noch genug Stammzellen über, um wieder alles ins Laufen zu bringen. Manchmal muss man aber noch eine Schippe drauflegen, um eine Heilung zu erreichen. Zum Beispiel kann es passieren, dass nach der Behandlung noch Krebszellen im Knochenmark zurückbleiben und dafür sorgen, dass die Krankheit erneut ausbricht. Und das wollen wir nun mal nicht. Natürlich lassen sich die verbliebenen Krebszellen nicht einfach so aus dem Knochenmark rausfischen. Guck mal, ich kriege sie nicht. Die einzige Möglichkeit, um an alle ranzukommen, ist, das gesamte Knochenmark zu zerstören. Also alles weg. Zack. So. Dafür muss man eine hochdosierte Chemotherapie durchführen. Manchmal auch zusammen mit einer Ganzkörperbestrahlung. Dieser Vorgang, bei dem das Knochenmark quasi ausgeleert wird, heißt Konditionierung. Nach der Hochdosistherapie werden dann neue Stammzellen gegeben, um das Knochenmark neu aufzubauen. Also so. Zack. Damit das funktioniert, braucht man gesunde Stammzellen, die da irgendwie reinkommen. Wenn die Stammzellen nicht von der Patientin oder dem Patienten, also von dir selbst stammen, sondern von einer anderen Person gespendet werden, nennt man das allogene Stammzelltransplantation.
Wie man es schafft, einen passenden Spender oder eine Spenderin zu finden, dazu haben wir ein eigenes Video gemacht. Jetzt kommen wir aber erstmal zurück zu unserer Ausgangsfrage. Wann braucht man eine Stammzelltransplantation? Den Grund haben wir ja jetzt eigentlich schon mal geklärt, ja? Um krankes Knochenmark durch gesundes zu ersetzen. Der andere Grund hat auch mit einer Hochdosistherapie zu tun. Nur ist in diesem Fall nicht das Knochenmark krank, sondern der Krebs sitzt woanders im Körper. Ja, also irgendwo woanders sitzt der Krebs. Ja? So, und dementsprechend braucht man dann eben zum Beispiel eine Hochdosistherapie, ja, bei bestimmten Tumoren wie dem Neuroblastom. Dies ist einfach notwendig. Oder manchmal auch bei einem Rückfall einer Krebserkrankung. Auch dann kann eine besonders intensive Chemotherapie mit oder ohne Bestrahlung ein Weg sein, um wirklich alle Krebszellen loszuwerden. Als Nebeneffekt geht dadurch aber leider nicht nur sozusagen die Krebszelle oder die Krebszellen kaputt, die man erreichen möchte, sondern eben auch gesunde Zellen, wie eben die Stammzellen im Knochenmark. Ja, so, das heißt, da ist einfach ein Teil weg. Ja. Auch dann muss der Speicher wieder aufgefüllt werden. In der Regel kann man in diesem Fall die eigenen Stammzellen nehmen, bevor man mit der Hochdosistherapie startet. Die sind ja okay. Ja. Wenn die Stammzellen von der Patientin oder dem Patienten, also von dir selbst stammen, nennt man das autologe Stammzelltransplantation. Dafür wird schon vor Beginn der Hochdosistherapie eine gewisse Menge an Stammzellen entnommen, eingelagert, ne? Also man sagt, komm hier, wir nehmen mal ein paar, so, nehmen mal ein paar raus, ja, die werden eingelagert und dann später wieder zurückgeführt. Ah, alle drin. Wie das genau funktioniert, das klären wir dann beim nächsten Mal. Jetzt ist unser kleiner Einführungskurs in das Thema Stammzelltransplantation aber erstmal vorbei. Ich hoffe, ihr habt einen ersten Überblick darüber bekommen, was Stammzellen genau sind und warum eine Blutstammzelltransplantation manchmal notwendig sein kann. Dafür ist übrigens keine Operation notwendig. Die fremden oder die eigenen Stammzellen werden wie bei einer Bluttransfusion einfach über den Venenkatheter, ja, wiedergegeben. Das ist quasi der leichteste Teil an der ganzen Sache. In den folgenden Videos erfährst du dann auch mehr zu den ganzen Abläufen und warum das alles nicht ganz so ohne ist. Denn es handelt sich um eine sehr intensive Therapie, die viele Herausforderungen mit sich bringt. Aber genau deshalb machen wir diese Videos, ja, um ein Stück weit zu begleiten und auf diesen herausfordernden Weg bestmöglich vorzubereiten.